Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Universum. Ja, ihr seht es, ich habe hier Wasserräder gebaut, wie verrückt über den Winter. Ich habe gedacht, gut, dann nutzen wir doch mal die kalten Temperaturen, wo so oder so kein Wasser gefördert werden kann. Und ich baue einfach nochmal ein paar Wasserräder dazu, weil es geht ja permanent, dass irgendjemand kein Wasser hat. Und ja, die Brunnen bringen das irgendwie auch nicht mehr. Die sind dann natürlich auch irgendwann mal erschöpft. Und wenn Winter ist, dann ist Winter. Dann möchten die auch nicht so, wie ich das gern hätte. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich baue jetzt hier noch ein Wasserrad. Dann kam hier drüben die Meldung, dass der Steinbruch auch nicht wirklich Wasser hat. Ja, und dementsprechend, ja, ich habe schon gedacht, da sind schon wieder Aliens, aber nee, ausnahmsweise mal nicht. Was ist da los? Ach, die bauen Stein ab. Ja, die haben sich ja hier niedergelassen, die kleinen Schnuffels. Die haben jetzt hier natürlich auch nochmal ein Reservoir hinbekommen. Ja, in der Hoffnung, dass sich das jetzt mit dem Wasser ein bisschen relativiert. Weil das ging ja permanent. Permanent kam diese Nachricht, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser. Also das war schon ein bisschen arg extrem. Was ist denn hier? Du reparierst es von allein, du bist ja Ingenieur, du kannst das, ich weiß das. Sehr schön, die gehen Liebe machen, alles Klärchen, Popärchen. So, und dann habe ich, warte mal. Ah, hier. So habe ich das rausgefunden. Mit der mittleren Maustaste kommt man hier auch in so ein Menü. Da habe ich mich nämlich ein bisschen vertan. Forest Station. Hier kann man auch vieles bauen. Und machen und tun und mehren. Und ich habe mir gedacht, Mensch, kann man doch auch so nutzen, das Ganze hier, oder? Warte mal. Ich will das nochmal ausprobieren. Ob das hier auch geht. Warte mal, ist das... Ich muss das jetzt mal in dem Menü ausprobieren. Influence. Ne, warte mal. Wir wollen ja Protection. Ja, okay. Das ist das. Und warum geht das jetzt nicht? Warte mal, ich will es nochmal probieren. Ja. Macht er nicht. Komme ich denn über das Menü? Ich konnte doch das hier reparieren. Konnte ich nicht? Oder habe ich hier was falsch gemacht? Creation. Nö, das war doch das, ne? Genau. Aber vielleicht kann ich das jetzt auch gar nicht mehr machen. Weil wir den Ingenieur haben. Das kann natürlich auch sein, dass der das jetzt für mich macht. Dass ich das gar nicht mehr machen muss. So, Forest Station. Nein! Da sind die schon wieder. Und diesmal ballern wir sie wieder ab. So, ich möchte hier nämlich gern... hallo? Warum geht das immer weg, wenn ich da drauf drücke? Food for all. Ja. Whatever. P. Jetzt drück mal Pause. Ich höre das hier nämlich schon wieder. Jetzt pass mal auf. Du lässt uns hier mal ganz entspannt in Ruhe. Ja? So, bitte nicht. Warte mal, Elektro war das, ne? Blitz. Och man, warum kann man das denn in der Pause nicht nutzen? Das ist doch doof. War das hier? Blitz. Hä? Wieso geht das denn nicht mehr? Ich kann da nur... Also jetzt pass auf, jetzt nochmal. Sag mal. Ich kann ja nichts mehr machen. Das geht so aber nicht. Warum nicht? Ich kann die hier nur schubsen. Okay. Geht nicht. Sag mal. Wieso geht's jetzt? Uns ging die ganze Zeit nicht. So. Ich wollte das nur mal gesagt haben hier, ja? Niemand klaut hier von meinem Planeten irgendetwas. Ja? Damit das klar ist. So. Entschuldigung.
Manchmal muss ich ein bisschen direkter werden, ja. So, wo ist jetzt meine Zivilisation abgeblieben? Hallo, Kinders. Ach, hier seid ihr. Wunderbar. Forest Station wollte ich nämlich bauen. Aber obwohl, die haben doch hier eigentlich noch genug. Naja. Warum kann ich das nicht setzen? Sehe ich hier irgendwas anders? When the planet begins to look less green and a lot more grim, consider planting a few trees on your own. Ah. So, ich dachte, ich kann hier irgendwie richtig eine Forststation aufbauen. Nun ja. Okay, also, mein Wasserverbrauch. 12.000 Liter sind in den Reservoirs gespeichert. 120 generiere ich und 75 werden verbraucht. Also habe ich jetzt endlich, hoffe ich mal, kein Wasserproblem mehr. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ja, hier sind auch nirgends mehr Wassertropfen. Du möchtest hier bestimmt dann doch mal repariert werden. Ich probiere das jetzt nochmal. Warte. Ja. Ja, danke. Hat funktioniert. Gut, habe ich schon mal. Also, on the bricks the collapse. Oh, was? Wo denn? Wo denn? Ach, hier gleich daneben. Auch nicht schlecht. Ja, aber da kann doch hier mal der. Ja, genau, der Ingenieur hier ein bisschen rumwerkeln. Wunderbar. So hätte ich das gern. Du holst dir jetzt Wasser. Sehr schön. Wie sieht das aus? Unsere Reservoirs sind noch bei weitem nicht gefüllt. Hier hinten haben wir ja noch eins. Da ist gar nichts drin. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das. Aber es wurde ja gefüllt. Das haben wir ja schon mal gesehen, dass da schon mal Wasser drin war. Ich denke, dass wirklich erst die hier vorne gefüllt werden, die am nächsten dran sind, wa? Hier ist gar nichts drin. Okay. Aber es dürfte erstmal erledigt sein, unser Problem. So, wie sieht denn das jetzt aus mit dem Essen? Da ist nämlich noch gar nichts mal mehr dabei. Was? Prepare dishes. Dishes keep nuggets fuller for longer life than raw food. Okay. Wo ist denn hier unser Restaurant? Was ist denn hier los? Ha? Guck mal, die futtern noch hier ganz tapfer. Oh, gucke, jetzt ist schon wieder zweites eingestellt worden. Eating Spots. Warum können die nichts vorbereiten? If you do not, ja. Warum? Ist das hier irgendwo erklärt? Best first. Denke mal, Dishes werden. Muss ich noch erforschen, ne? Weil hier bin ich mehr oder weniger auf der Seite durch. Hab hier geguckt, was ich machen muss, was ich nicht machen muss. Können ja mal gucken, ob hier irgendwie sowas steht. Clothing. Auch nicht schlecht. Ja, das Ministerium von überall des Wassers erkundigt gerade. Denn der Landwirtschaft. Und das Jagen kommt dann noch hinterher. Ja. Boiling water. Safe to drink. Ach so, dann also erforschen die denn das Wasser abkochen besser ist, oder wie? Once they will discover the tea, they will be unstoppable. Okay. Group meals. Culture. Dafür müssen wir das hier. Oh, ist ganz interessant. Also hier kannst du das ein oder andere machen. Okay, ja, würde ich sagen, werden wir uns dann hier demnächst einmal komplett das mit dem gekochten Wasser, also abgekochten Wasser finde ich gar nicht schlecht, einmal durchforschen. Ja, und dann bin ich gespannt, wann wir denn hier in die nächste Epoche eintauchen. Ob die sich dann irgendwann auch mal so weit ausbauen, dass es eben keine Steinhütten mehr sind. Denn wenn man hier so guckt, in der Baufolge,
eine Carbonfabrik, Zementfabrik, Chemiefabrik. Ja, hier, warte mal, ich glaube hier ganz hinten. Big Ben, Desert Rose, also es ist doch so einiges. Ein Leuchtturm, eine Heißluftballonstation. Also es ist doch, kommt noch so richtig was. Clone Center, oh mein Gott. Ressources, Gas, ein Airport. Also das geht wirklich bis in die heutige Zeit hinein. Also gehe ich mal davon aus, dass die sich dann ja mehr oder weniger von allein weiterentwickeln. Oder wir können es denen halt sagen, ja, müssen wir mal gucken. Ja gut, aktuell scheint das mit dem Wasser wirklich in Ordnung zu sein. 120 produzieren wir, 77 verbrauchen wir. Ist natürlich jetzt die Frage, wir müssen jetzt immer genug auf Lager haben, damit wir diesen Winter überstehen. Ne, wird nichts gebaut da hinten. Sehr schön. Klasse. Also die entwickeln sich denn hier, denke ich mal, also wie gesagt, wirklich von allein weiter. Da ich hier noch keine Funktion gefunden habe. Ah, hier ist der Ingenieur wieder dabei, zu reparieren. Wunderbar. Wie sieht es hier auf unserem Friedhof aus? Going to rest, resting, schläft. Okay, naja gut, ist okay. Ich habe aber allerdings nicht mehr allzu viel Platz. Ja, ist natürlich jetzt die Frage. Was, wenn fire is on, it will burn the bodies instead of burying them as long as they will, there is enough wood. Ja. Was? Okay. Das ist ja auch interessant. Naja, gut. Denk mal, das wird sich ja dann auch, wenn wir das wieder entwickeln können oder weiterentwickeln können, dann wird da auch mehr Platz sein. Und zur Not bauen wir halt einen zweiten Friedhof. Ist ja kein Problem. Was ist mit dir hier? Kein Essen gekriegt? You just gained more believers than you... Oh Mann. Nach meinen letzten Aktionen. Okay, ich habe doch gar nicht viel gemacht. Ich meine, gut, ich habe euch Wasser beschert. Ja. Ich denke mal, das hilft denn doch, dass sie wirklich um einiges gesünder bleiben. 73. Wir sind mit inne 50 Nuggets in diese Folge gestartet. Ach, guck mal, die breiten sich sogar schon bis hier aus. Dann wäre es doch eigentlich vielleicht ganz schlau, wenn man hier das Wasser auch noch nutzt, oder? Lieber Meerwasser? Meerwasser generieren oder sagen wir, nö. Das ist nicht so einfach, ne? Naja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Sehr schön. Gut, Wasserproblemchen gelöst. Das heißt, Isa braucht nicht mehr in Panik verfallen. Jetzt muss ich wirklich nur gucken, dass die ja anfangen, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, ich muss die nächsten Forschungen abwarten. Das dauert ja immer so seine Zeit, habt ihr ja gesehen. Mal 5 Minuten, mal, weiß ich nicht, 3 Minuten. Ja, und dementsprechend, ja, werde ich dann vielleicht auch mal auf die Reise gehen und hier Früchte besorgen, die wir hier pflanzen können. Grasland. Das, was immer, the water crops. Water. Also sind die falschen Sachen, ne? Ich muss hier ja für die Wüste Früchte haben und hier hinten ist es ja für, genau, für Grasland. Das heißt, wir werden dann bestimmt mal in der nächsten Folge, wenn es wieder Tag geworden ist, mal ein bisschen auf die Reise gehen und gucken, ob wir hier in der Wüste Früchte finden, damit vielleicht die Nahrung etwas abwechslungsreicher wird. Ja, vielleicht nutzt das ja auch schon was. Alles klar, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge auch wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.